Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wieder so eine kleine Kaufberatung, denn heute ist natürlich Godzilla und King Kong erschienen. Yeah! Wupp, wupp, wupp! Wer will mein T-Shirt? Wer will mein T-Shirt? Und ich möchte euch natürlich ja ein bisschen beraten und schauen, ob sich die Sachen überhaupt lohnen. Denn manch einer hat bestimmt das schon von der PC Version gehört, die Leute kochen so ein bisschen vor Wut und wir schauen mal, ob sich hier eventuell was ändert. Ja, bevor wir jetzt auf das Schiff gehen, würde ich sagen, wir gucken uns erstmal Godzilla an. Godzilla ist im Großen und Ganzen ein Takeo Takagi. Wir haben als Basisfähigkeit schockierender Blick, verringert die Ladezeit des Verbrauchsmaterials Aufklärer und erhöht dessen Wirkungsdauer. Dann haben wir arbeitsreichen Tag, wir haben flambierten Kanonier, wir haben kompromisslose Luftabwehr, wir haben kreuzweise rotierender Bohrer, Gesinnungswechsel, Treffsicherheit. Also bis hierhin 1:1 Takeo Takagi. Hier haben wir noch dicke Haut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dicke Haut die Basisfähigkeit gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, kann man sich mal überlegen, weil dicke Haut finde ich an sich nicht verkehrt. Wir haben hier verringert die Wahrscheinlichkeit, Feuer zu fangen und verbessert das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Risiko eines Brands -4%, Menge der wiederhergestellten TP +5%. Das finde ich ein schöner Perk. Dann haben wir hier noch, hoppla, dann haben wir noch Streckenrekord in XXL, Notfallexperte äußerst akkurat. Wir haben Feuer mit Feuer bekämpfen, wir haben Weitsicht und wir haben Welle zum Wiederaufbau. Also Freunde, ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Weil gerade auch auf den niedrigeren Rangstufen, muss ich ganz ehrlich sagen, benutze ich den Flieger eigentlich ziemlich selten. Da habe ich dann lieber doch meinen Secondary Mod drinne. Mein Secondary Mod drinne. Und dann ist die Basisfähigkeit für mich, ganz ehrlich, sowieso Geschichte. Also, finde ich schwach. Die Basisfähigkeit finde ich wirklich schwach und somit muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich echt ein Godzilla-Fan bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist Godzilla für mich kein Geld wert. So, dann kommen wir zum Schiff. Da muss ich aber mal kurz den Kapitän wechseln, damit wir wirklich 1:1 die Hitzestrahl mit der Fuße vergleichen können. Ihr seht, wir haben hier wirklich die gleichen Kapitäne drauf. Wir haben bei beiden haben wir die gleichen Module drauf, damit sich hier wirklich nichts unterscheidet. Dann machen wir mal die Werte im Großen und Ganzen drauf und ihr werdet sehen, ich blende euch hier rechts Diffuso ein, ihr werdet sehen, es sind 1:1 dieselben Schiffe. Es sind 1:1 dieselben Schiffe, nur dass hier halt noch eine wirklich coole Tarnung drauf ist. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber, denn mich stört ganz, 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 ganz gewaltig, dass Godzilla im Match nicht zu sehen ist. Man hätte es wirklich so machen können, so wie Godzilla jetzt da steht, hinter der Brücke stehen lassen, vielleicht, keine Ahnung, auf den Turm, ne, hier so eine Ballerina-Position draufgestellt, ihn fest verankert, damit er sich nicht im Match bewegt. Und dann hätte ich gesagt gehabt, geil. Dann hätte ich wirklich gesagt gehabt, geil, weil es sieht mit Godzilla schon cool aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, man sieht Godzilla im Gefecht nicht. Und dann hat man einfach eine normale Fuso, die ihr gleich auch nochmal sehen werdet, die diese Tarnung drauf hat. Und dafür, für ein einziges Schiff, wir gehen auch gleich nochmal in den Shop, 20.000 Dublonen zu verkloppen. Das sind ungefähr 70 Euro. Nee. Das würde ich definitiv nicht machen, obwohl es im Hafen wirklich gut aussieht. Aber ich möchte sowas natürlich auch im Spiel sehen. Und da es das nicht gegeben ist, ist das für mich kein Kaufgrund. Jetzt kommt noch ein anderes Aber. Die Kapitäne haben ja auch Stimmen. Das werdet ihr jetzt auch gleich hören. Die sind sehr, sehr leise und die sind nur als Hintergrundsound von den normalen Kapitänen. Also ihr hört jetzt im Großen und Ganzen den japanischen Kapitän, ne, der immer das so schön rumpult, und recht leise Godzilla im Hintergrund. Also Godzilla könnte noch wirklich ein Tickchen lauter sein, das gleiche bei Kong auch. Ja, dann würde ich sagen, schaut es euch kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder mit der wunderschönen Kong. So, Freunde, da sind wir wieder im Hafen und ihr habt auch gesehen, wir haben noch nicht mal irgendwie einen besonderen Rauch. Hätte man noch so einen schönen blauen Rauch gemacht gehabt, dann würde das schön kombiniert sein, ne? Dann
hätte man zumindest doch irgendwie ein bisschen etwas. Aber nein, selbst das haben sie nicht gemacht. Also ich bin wirklich sehr enttäuscht. Dann kommen wir zum Kong. Denn hier ist es witzig, hier unterscheiden sich die Schiffe. Das schauen wir uns aber gleich mal an. Also hier sieht man erstmal Kong. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich das Blau im Großen und Ganzen geiler finde, haben wir hier ein bisschen mehr Effekte. Was heißt Effekte? Ein bisschen mehr Gekritzel auf dem Schiff. Ne? Also finde ich persönlich ein bisschen schöner. Kong allerdings finde ich nicht so schön. Ich kann ja mal... Moment, wir machen es mal so. Finde ich nicht so schön animiert. Also es wirkt irgendwie aufgesetzt auf dem Schiff. Auf der Godzilla gefällt mir da doch ein bisschen besser. So, gucken wir uns mal Kong an. Kong hat als Basisfähigkeit Streitaxt, erhöht den Schaden der Flakgeschütze des Schlachtschiffs. Kong ist im Großen und Ganzen ein Lee. Wir haben hier nur keinen Ärger. Wir haben Streithammel, wir haben kompromisslose Luftabwehr. Wir haben kreuzweise Stachelschwein und hier Flügelabreißen. Das ist sein Perk, erhöht den Schaden und die Überlebensfähigkeit der Flakgeschütze des Schlachtschiffs. Dann haben wir hier Gesinnungswechsel, Feuerwehrmann, strenge Rekorde in XXL, Mechanikermeister, äußerst akkurat und hier Feuer mit Feuer bekämpfen, Scherenlauf und Welle zum Wiederaufbau. Also ein 1:1 Lee, nur mit dem Perk Flügelabreißen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, mal Hand aufs Herz. Ich finde, dass die Flugzeuge aktuell nicht wirklich eine große Bedrohung sind. Ne? Unsere Flak von den Schlachtschiffen sind wirklich von Haus aus sehr, sehr stark. Warum sollte ich die nochmal verstärken? Also den Perk würde ich überhaupt nicht benutzen. Und die Basisfähigkeit ist für mich ehrlich gesagt auch unnütz. Also so wie es jetzt aktuell ist, ist Kong für mich absolut überhaupt, ja, wie soll ich sagen, überhaupt kein Geld wert. Er ist für mich überhaupt kein Geld wert. Wenn ich wirklich auf Nahkampf gehen will, nehme ich Lee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre die Amerikaner sowieso lieber mit Sims. Deswegen ist Kong für mich absolut raus und ja auch überhaupt kein Geld wert. Muss ich leider so sagen. Ich habe es ja schon in dem Trailer gesagt gehabt. Wenn beide Schiffe so eine Art, beide Kapitäne so eine Art Hype geworden wären, dann hätte ich gesagt gehabt, geil. Kann man sich gönnen, würde ich mir gönnen. Weil Sims und Lee zu kombinieren oder ne, Hipper und Celiax zu kombinieren, finde ich einfach genial. Und das hätte ich mir bei Kong und Godzilla gewünscht. Ja, also, Kapitäne sind schon mal raus. Kapitäne sind eine Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen. Schon alleine, weil man die Guten auch überhaupt nicht im Match sieht. Jetzt müssen wir hier nochmal wieder umskillen auf den Kollegen Sims. Damit wir hier wieder die gleichen Kapitäne drauf haben. Ihr seht's, beide Kapitäne sind gleich. Wir haben hier auch Sekundärbatterie drin und Steuergetriebe. Bei der Mexiko haben wir dies auch. So, hier werdet ihr jetzt aber einen Unterschied sehen, was mich wirklich wundert. Warum macht man bei der Fuso 1:1 eine gleiche Fuso? Und hier gibt es einen Unterschied, denn wir haben hier Flugabwehr 62 Punkte. Bei der Mexiko haben wir nur 53 Punkte. Und hier seht ihr auch schon den großen Unterschied. Wir haben hier 39 mal ein 20 mm, die gibt es nämlich so bei der Mexiko nicht. Also wir haben hier deutlich mehr Flak drauf. Da unterscheiden sich die Schiffe. Wenn einer sagt, boah, ich wollte schon immer so viel Flak haben, die ist viel, viel cooler als die Mexiko, dann kauft sie euch für 20.000 Dublonen. Ich möchte aber dazu sagen, wir befinden uns hier auf Tier 5. Ein Premium-Tier 5 Schiff kostet 10.000 Dublonen. Die Urwelt kostet 20.000 Dublonen. Ja, man hat noch eine Fahne dabei, man hat auch noch einen Kapitän dabei. Ein Kapitän, den man nicht braucht, weil der 1:1 ein Sims ist, ein Lee ist, Entschuldigung. Ein Fähnchen, okay, wenn man sagt 10.000 Dublonen extra sind es mir wert für eine Fahne, dann bitteschön. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei den Amerikanern gibt es hier deutlich geilere 5er Premium Schiffe. Also hier wirklich Tech Tree Schiffe zu nehmen, als Premium umzuwandeln, finde ich nicht schön. Finde ich wirklich nicht schön. Man hätte wirklich die North Carolina bringen können. Dann hätte ich gesagt gehabt, okay, geil. Dann hat man zumindest ein neues Schiff im Spiel. So nicht. So haben wir wirklich nur eine ganz normale Mexiko mit einer besseren Flak als Premium-Schiff. Und bei der Fuso ist es 1:1 der Fuso. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht ein bisschen was geändert hat, dass man gesagt hätte, okay, bisschen bessere Nachladezeit oder ein bisschen bessere Turmdrehgeschwindigkeit, dass man sich so ein bisschen, wirklich so Millimeter sich abwandelt von den normalen Schiffen. Nein, ist nicht der Fall. Also ich kann ganz ehrlich sagen, kauft euch das Paket nicht. Es ist wirklich enttäuschend. Ich finde es auch enttäuschend, dass die Stimmen so leise sind. Ihr werdet jetzt hier gleich Kong auch nochmal hören. Wenn ihr wirklich Stufe 5 Premium-Schiffe wollt, dann würde ich hier gerade bei den Amerikanern entweder die Arizona, California oder die West Virginia nehmen. Die sind alle drei deutlich besser als die Mexiko und auch deutlich besser als die Urwelt. Also 20.000 für ein
Tier 5 Schiff würde ich nicht ausgeben. Und dann würde ich sagen, schaut euch jetzt nochmal den Kong an und wir sehen uns gleich wieder im Hafen. Öffnen oben nochmal so 1-2 Kisten, weil es gibt ja auch neue Tarnungen, die wollen wir uns nochmal anschauen. Und dann haben wir es soweit auch schon. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder im Hafen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Kong noch enttäuschender als Godzilla. Man hört ihn wirklich sehr leise, man hört ihn wirklich selten. Und ja, auch die Kapitänsfähigkeiten sind überhaupt nicht das Geld wert, muss man ganz ehrlich so sagen. Auch eine absolute Enttäuschung, es tut mir wirklich leid, es sagen zu müssen. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz in den Shop, damit ihr euch nochmal so ein bisschen vor Augen halten könnt, was diese Schiffe kosten. Also wenn ihr das Gesamtpaket, und es macht ja im Großen und Ganzen mehr Sinn, das Gesamtpaket zu holen, weil warum soll ich 40.000 Dublonen ausgeben, wenn ich sie für 28 haben kann? Trotzdem sind 28.450 Dublonen, das sind, was habe ich ausgerechnet im Moment, Freunde, ich gucke, ich habe es mir extra aufgeschrieben gehabt, circa 90 Euro. Klar, es ist günstiger wie auf dem PC. Das liegt aber auch daran, dass es bei uns Tier 5 Schiffe sind und keine Tier 8 Schiffe. Beziehungsweise bei uns wären es dann Tier 7 Schiffe. Nein, also das Geld ist es nicht wert. Ich finde es wirklich schade. Ich möchte natürlich auch sagen, klar, so eine Entwicklung von so Animationen, das ist jetzt auch nicht gerade einfach. Ne? Das kostet Geld, es kostet Zeit und es rechtfertigt trotzdem nicht den Preis. Es rechtfertigt trotzdem nicht den Preis und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, was Wargaming sich dabei gedacht hat, dass man noch nicht mal, es war doch klar, dass die Leute die Figuren dann gerne auf den Schiffen sehen möchten, dass da wirklich die Enttäuschung sehr, sehr hoch ist und dass der Preis einfach für das, was man bekommt, nicht gerechtfertigt ist. Muss ich so sagen, also wie gesagt, ne, 20.000 für ein Tier 5 Schiff finde ich wirklich sehr übertrieben, weil die Kapitäne sind nutzlos, muss man einfach so sagen, die Kapitäne sind nutzlos. Wenn man sagt, okay, man möchte die Fahne haben, dann bitte, dann kann man, da kann ich euch da auch leider nicht mehr helfen. 5 Kisten sind dabei und hier die Titan-Tarn ist dabei. So, ich würde sagen, wir werden mal, ich sag mal, 3 Kisten öffnen, den Rest öffnen wir heute Abend im Stream. Hier sind diese Godzilla-Kisten, die hat uns Wargaming zur Verfügung gestellt. Wir machen sie mal auf. Jawohl, wir haben gleich 20k. Komm, ich möchte zumindest mal eine Tarnung, damit wir hier auch mal die Tarnung zeigen können. Nein! Und? Nein! Also ich sehe schon, Freunde, ich glaube, wir müssen doch alle Kisten öffnen. Sonst, ja, wir kriegen nicht mal eine Tarnung hier raus. Das finde ich schon sehr interessant. Nö. Also es bleibt uns anscheinend verwehrt, hier wirklich die Tarnung mal zu sehen. Oh doch, jetzt haben wir die blaue. Und ich glaube, die rote gibt es ja auch noch. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal die rote. Ich bin mal gespannt. Ja, so, haben wir doch 2 Tarnungen. Dann können wir die zumindest mal auf die Schiffe drauf malen, damit wir zumindest mal sehen, ob sich die Tarnung eventuell lohnen. Ich habe euch natürlich oben auch nochmal die Drop-Chunks verlinkt, beziehungsweise angezeigt, was ihr für Drop-Chunks habt. Die sind natürlich sehr gering, was die Schiffe angeht, ist ja klar. Weil Wargaming möchte natürlich, dass ihr die Pakete kauft. Ich würde sagen, wir können ja mal die normale New Mexico damit ausstatten. Und mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ob es da große Unterschiede zu der anderen Mexico geben. Ja, gibt's. Ja, gibt's. Es ist wirklich eine andere Tarnung. Ich finde die Tarnung aber ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Das hat so ein bisschen was wie so eine Russentarnung. Also auf den Russenschiffen sieht das bestimmt ziemlich geil aus. Das werden wir gleich mal testen. So, dann nehmen wir nochmal die blaue. Die, muss ich sagen, gefällt mir allerdings nicht so gut. Also hier bei den einfachen Tarnungen ist es genau andersrum. Bei den Permanenttarnungen von den Schiffen finde ich die blaue im Großen und Ganzen doch schöner. So, wir gehen ja kurz nochmal auf die russischen Schiffe. Weil auf den russischen Schiffen müsste das wirklich, wirklich gut aussehen. So.
Na, wo haben sie denn? Da. Ja. Doch, das hat was. Das hat wirklich was. Also die Teilung ist wirklich, wirklich schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das war es aber im Großen und Ganzen auch. Also die einfachen Tarnungen sind an sich schön. Die blaue finde ich jetzt nicht ganz so geil. Nee, die finde ich nicht so schön. Die muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich nicht so schön. Es wirkt irgendwie billig. Es wirkt irgendwie billig. Aber die rote finde ich geil. Ja, Fazit zum Schluss, Freunde. Es ist wirklich eine Enttäuschung. Es ist wirklich eine Enttäuschung. Ich kann wirklich nur jedem von euch abraten, diese Pakete zu kaufen. Es ist einfach das Geld nicht wert. Man bekommt mehr Enttäuschung als Freude. Und das darf so einfach nicht sein. Also ich weiß nicht, was Wargaming momentan für einen Weg einschlägt. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Die Leone war schon eine Enttäuschung, dass man uns da einen Kapitän verweigert hat. Jetzt das Godzilla-Paket ist eine Enttäuschung und auch viel, viel, viel zu teuer. Und da möchte ich euch zumindest noch so einen kleinen Ausblick zeigen, was heute Abend im Stream gezeigt wird. Und zwar ist das die Champagne. Ne? Die habe ich auch schon im Hafen stehen. Hat uns Wargaming vor einer Woche in den Hafen gestellt. Die werden wir heute Abend testen. Ich hoffe, dass das Schiff wirklich was taugt. Dann haben wir zumindest so eine kleine positive Überraschung in dem Update. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen, die mich in diesen... Vier Sachen, die mich in diesem Update wirklich freuen. Das ist hier einmal die Booster und einmal die Kleber, die ich jetzt schon gestartet habe. Und dann noch die zwei Premium-Stoffe. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich das Update bis jetzt wirklich eine Enttäuschung. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dann sehen wir uns heute Abend ca. 18 Uhr im Livestream. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!